Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sims 3. Wir freuen uns jetzt endlich mal mit denen hier an. Haben wir es geschafft? Schön, ja, ein Star-Level aufsteigen können wir bestimmt bald. Haben uns auch schon mit ihnen angefreundet. Okay, ja, ich gehe mal heim. Bisschen ausruhen und so, ich muss morgen arbeiten. Tschüssi! Ja, das war eine spannende Übernachtungsparty, was da passiert ist. Ja, das ist ein wunderschönes Standbild, wie wir in ein Taxi uns durch ein Haus durchsehen. Blö. Möchtest du damit vielleicht aufhören? Ja, cool. Schön, ey. Ich schau mal, ob ich irgendwelche Fragen von Instagram habe. So. Auf welche Spiele freust du dich in 2020 am meisten? Ganz klare Antwort: Animal Crossing New Horizon. Ich liebe Animal Crossing und ich werde dieses Spiel totsuchten. Also, ich werde es mehr als nur totsuchten. Ich freue mich darauf so unendlich und es dauert leider noch 20 Tage. Sad life, ich habe es mir schon vorbestellt. Kannst du singen? Nein. Egal wie oft ich es versuche, ich kann das nicht. Und auch wenn ich der Meinung bin, ich kann es, mir wurde oft gesagt, nein. Nein, versuche es gleich gar nicht, nein. So, du wirst, glaube ich, aufstehen. Und dann noch duschen möchtest du, glaube ich. Also singen ist halt echt ganz schlecht. Ist ganz schlecht. Das ist die schlechteste Idee ever. Also singen ist echt nicht keine gute Idee. So Hello zu singen, einfach nur um Leute zu ärgern mit meiner Stimme. Das ist so mein Style. Ja, puh, jetzt sind die armen Ritter halt verfault. Passiert. Was ich davor eine Lebensmittelverschwenderin bin. Ja, und du machst einfach mal Sport. Cardio. Mach einfach. Ich glaube nicht. Das war selbst entspannen. So, und du schläfst und ja. Und ich glaube, dann räumst du einfach mal das ganze Haus auf. Von irgendjemandem klingelt das Handy. Ich glaube, von dir. Reich und schön, trainiere 4 Stunden, ja. Vielleicht. Und du musst dich mit dir noch anfreunden. Aber jetzt machen wir das erste Mal Sport, dann gehst du duschen und pinkeln. Und dann gehen wir zu der einen da. Nein, wir rufen sie an. Wir rufen sie an, das ist besser. Wo ist sie denn? 2-mal anrufen müsste passen. 3-mal. Zur Vorsicht. Was möchtest du? Techtelmechtel im Aufzug. Ich glaube, hier gibt es keinen Aufzug. Aber das hört sich nach einer ganz tollen Idee an. Und neue Mixed Level erreichen. Okay, dafür gehen wir jetzt einfach mal in diese komische Kneipe da. Ich glaube, wir müssen. Nächste Folge machen wir es so, dass wir mal hier ein paar Clubs und Bars und so bauen. Dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. Okay, wir können auch einfach diese komische Fortbildung da machen. Wo ist es? Nee, ich glaube daneben im Supermarkt. Nee, da kannst du angeln. Und wo konnte man mixen? Schlagzeug. Was hier? Mixunterricht hier. Bitte einmal mixen. Boah, aber ein Techtelmechtel im im Aufzug wäre schon geil. Das wäre schon so eine Idee. Dieses Spiel bringt mich auf dumme Ideen. Das sollte damit aufhören. Stamm dich einfach bei deinem Chef ein. Nachdem du schon ein Verhältnis mit deinen Kollegen hast. Ja. Yay, und du bist aufgestiegen. Ja, die kommen da ein bisschen später, das ist ja nicht schlimm. Und du schaust dann mal in dein Handy, ob bei diesen, wo ist es? Sozialen Gruppen, ob da irgendwo ein Vampir zu sehen ist.
Hier, du siehst mir noch Vampir aus. Ja. Mhm. Aber du hast jetzt scheinbar einen Vampir kennengelernt. Okay. Wir werden irgendwann mal dieses komische Krankenhaus besuchen. Reste essen. Ja, kann man machen. Ja, du bist immer noch erschöpft. Blöd. Ja, du kannst ja ein paar Zeitungen aufräumen. Und das Seminar abhalten, das geht vor. Das ist wichtiger. Aber räum erstmal die Zeitung weg. Oh, da steht ein Pferd vor unserer Tür. Wie schön. Da freut man sich doch richtig, wenn die Lasagne gleich zu einem nach Hause kommt. Spaß. So, du musst dann eigentlich auch schon wieder schlafen. Wir haben einen Zerhaklon bekommen. Ich möchte meinen Zerhaklon sehen. Wunderschön. Dann Reste essen. So, was machst du? Ja, eigentlich kannst du auch gleich wieder schlafen. Nebenjob in einer Bar. Ja, wir bauen jetzt dann Bars in der nächsten Folge. Von irgendjemandem kriege ich das Handy in Zweifel von dir. Rangehen. Nee. Bin ich jetzt nicht so dran interessiert. Ich möchte einfach mein Leben als Single leben. Ja, was könnte man machen mit allen Kollegen und Freunden? Mitternacht anrufen ist nicht so cool, aber wir können denen ja Nachrichten schicken. Also hier immer meine freundliche Textnachricht, die eine freundliche Textnachricht, ihr eine freundliche Textnachricht und unserer Chefin erst recht eine freundliche Textnachricht. Bringt das eigentlich viel? Wie viele Textnachrichten müssen wir denen schicken, dass der wieder mit uns befreundet ist? Scheinbar viel zu viele. Nee, du gehst schlafen, dass du fit bist für den nächsten Tag. Du kannst dann wieder Sport machen. Cardio. Selbst ansporn. Und zwar bis Fähigkeitenanstieg um 4.30 Uhr. Okay, eine Stunde einfach nur. Ja, cool. Schauen wir mal, ob es wieder neue Fragen auf Instagram gibt. Nö, immer noch dieselben. Aber auf Animal Crossing bin ich echt gehypt und ich wünschte, ich könnte irgendwas kaufen. Also das jetzt schon spielen und keine Ahnung. Vor allem einen Emulator mit den alten Spielen hier hochladen, dass ihr seht, welche Freude ich an diesem Spiel habe. Ja, komm, streng dich einfach ein paar Ampelmänner, ein paar Kniebeugen. Läuft bei dir. Nee, wir trainieren niemanden. Aber im Ausverkauf was kaufen, das kriegen wir, glaube ich, hier schneide Coupons aus. Yay, eine schwedische Massage. Komm, du hast eh Rückenschmerzen, das wäre doch was. Hier Coupon benutzen und hier die alte Zeitung. Hopp, hopp. Viel Spaß dabei. Mit jemandem Freundschaft schließen, schaffst du bestimmt.
So. Du könntest deine Kollegen mal wieder abtelefonieren, mit dem bist du noch nicht befreundet. Mit ihr bist du... Na, sie ist schon eine Freundin von dir. Die drei müsstest du halt praktisch abtelefonieren. Oh ja, das... So massieren wir echt was. So, mit ihm bist du auch befreundet? Ja, bist du wieder da? Und voll erholt. Das freut mich. Kannst du pinkeln gehen? Duschen gehen? Und wieder Coupons ausschneiden. Wir haben eine neue Zeitung bekommen. Oh, was hast du hier für eine Freude? Camille. Und hier, das soll mal aufräumen. Das ist ein bisschen widerlich. Und hier, das wird doch meine Essen ist auch widerlich. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und da baue ich dann ein paar Clubs und so. Ich gehe jetzt schon mal in das Menü rüber, dass wir dann nächstes Mal da starten und keinen ewig langen Ladebildschirm tragen müssen. Bis dahin. Tschüss.